Jo, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Porsche. Und mal schauen hier. Was war denn jetzt beim Werksfahrer eigentlich angesagt hier? Capture the Flag. Nee, habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Kümmern wir uns später drum. So, 911 Turbo. Ach, das ist schon die letzte tatsächlich, ja? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Müssen wir schon wieder einen anderen Wagen zulegen, oder? Ja, die sind ordentlich im Wert gestiegen hier. Ja, das ist noch ein bisschen, da weiß ich jetzt noch nicht. Fall der Fälle werde ich wohl den von den beiden, die da mehr wert sind, halt verschleudern. In der Hoffnung, dass ich nachher in dem. Man kann ja auch mal klassisches Clubrennen eigentlich mal weiterfahren, ne? 356er, ja, das wäre ganz nett. Mal schauen, ob wir da 1500a kriegen wir nicht, ne? Da geht die ganze Schande nämlich auch dann schon los. Ich glaube, ich kann ihm hier motormäßig was aufsetzen, ne? Ja, Motor-Upgrade. Kann man ja auch mal machen. Der dürfte eigentlich, ja, enges Besetzungsverhältnis. Weil irgendwie müssen wir ja auch an Kohle kommen. Dann machen wir doch diese Classic-Club-Rennen hier. Kostet ein bisschen Gebühr, aber naja. Fahren wir doch die auch mal. Schon mal, dass wir da mal ein bisschen an Moneten kommen. Drei, zwei, eins, los! Oh, ich habe ein Cockpit bei Need for Speed. Sehr geil. Ah, das Ganze spielt sich ja mit Verkehr ab, okay. Weiß auch gar nicht mehr. Hätte ich auch schon den größeren B vielleicht fahren können. Wird sich hoffentlich zeigen, was die anderen da so fahren. Kann natürlich auch sein, dass das hier einfach etwas schwieriger ist. Mal gucken. Alte Möhre hier mal richtig schön treten. Wa? Die alte Eierkiste. Wow, 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 wow. Fahrt doch mal anständig. Verdammte Scheiße. Die haben da ein bisschen was Dickeres als ich gerade fahre. Kann ich hoffentlich noch mal wechseln. Wäre zumindest ganz nett, wie das während des Turniers machen kann, weil das ist unnötig schwer. Die kämpfen hier um ihre Plätze. Mit aller Macht der stärkeren Wagen. Da sieht diese Rammerei auch nicht aus. Eieieiei. Ich will da zum Start erstmal gleich wieder geloost hier.
zweiter Platz. Oh Gott. So wird das nichts mit Geld verdienen hier. Shit. Das Upgrade hier auch nicht wirklich gelohnt jetzt für den Wagen. Muss ich mal sehen, dass ich diese Eierpflaume loswerde hier. Da kann ich ja auch schon Geld rausmachen fürs Let's Play, das ist eigentlich gar nicht unpraktisch. Halt diesen Kultfaktor, ich weiß ja nicht, mit Eddie Murphy war es glaube ich nur so 50 Sekunden oder so, so ein alter Film, da hat er den ein schwarzes Cabrio gehabt, ne? Oh Gott. Mit Verkehr ist das aber echt nochmal eine andere Nummer. Man immer situativ fahren muss, ne? Da muss man sich halt auch mal was anderes einfallen lassen als das sonstige Gepresche hier. Karten einfach mal trotzdem aber ganz vorne mitspielen. Und durchs Fahren können. Naja, dritten Platz hätten wir zumindest gerade schon mal, wenn ich das halten kann noch. Ja, na gut, immerhin. Tja, mal sehen. Du bist auf dem dritten Platz. Ach, das ist so geil, aber... Was wir haben, haben wir. Da können wir mit leben, würde ich meinen. Ja, Reparaturen halten sich ja in Grenzen. Den B1600, da hätten wir... gucken. 356B ist halt sogar auch erlaubt, okay. Was dann für mich so viel heißt wie, ja. Ich fahre auf jeden Fall den hier. Jetzt erstmal und später kann ich dann eventuell, wenn es sein muss, mal die eine oder andere Schleuder da, Eierschleuder verkaufen. Corsica. Ja, kann man hier irgendwas noch machen? Nachträglich jetzt größeren Motor oder so. Ja, es gibt ein Super 90 Motor Upgrade. Den kann ich ihm sogar verpassen. Das ist natürlich richtig nice. Hätte ich es etwas einfacher haben können schon, aber na gut. Sonstige Geschichten, Stoßstang Upgrade oder sowas. Ist hier was Neues? Nicht wirklich. Gut. Also weiter auf Corsica. Einem deutlich besseren Wagen für dieses Turnier. Drei, zwei, eins, los! Hämmert wieder die Gänge so schön rein, ne? Bock.
hinten so zwei in der Mitte da, ne? Ich hab nur einen so einen Luftputzen in der Motorhaube hinten drin im Mac. Die diesen GS 2000 oder sowas da gerade fahren. Vorhin jetzt ziemlich gesehen in der Liste nach dem Rennen. Irgendwas läuft doch hier verkehrt. Wieso ziehen die so alle Nase lang hier? Vielleicht nebst dem ersten 911er diesen anderen hier auch kaufen müssen. Was ich mir nicht getan habe. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Driving Force GT nimmt gerade meinen Schreibtisch auseinander hier wegen dem Geruckel. Na, Porsche fahren ist nicht so einfach. Fakt ist, dass die Gegner hier irgendwas Stärkeres unterm Arsch haben. Er da zum Beispiel. Das Ganze jetzt nicht gerade einfacher machen momentan. Aber gut, schauen wir mal, wie das ausgeht, ja? Ich gebe alles. Auch gefährlich, diese Kreuzung, wenn einer von der Seite kommt. Also hier fängt langsam an, der Schwierigkeitsgrad ordentlich zu ziehen. Ich dachte eigentlich, ich kenne das Spiel ziemlich gut und stehe jetzt aber doch gerade, wie man sieht, ziemlich ratlos da. Und bin am Losen. Boff! Boff! Oder die Gänge rein hier. Sagenhaft. Er hat die Lenkung schon was abbekommen, dass er da so rumzappelt, ne? Ja, Mist, das ist die Strecke hier eigentlich auch schon gleich da durch, ne? Bin trotzdem wieder nur Dritter. Hm. Aber keine Chance, ne? Nicht mit diesem Wagen, auch mit dem nicht. Das ist interessant. So schlecht fahre ich doch nicht, oder? Du bist auf dem dritten Platz. Hm. Das ist merkwürdig. Da wollen wir doch nochmal schauen. Kann nicht sein, dass ich hier so schlecht abschneide. Eigentlich. Brauchtwagen. Gibt die 1600er? Hm. Ja, genau, an den hier habe ich gedacht. Da geht aber gut ins Geld, wa? Carrera 2. Aber es ist ein 356B. Lege ich mir den mal zu. Ging jetzt ordentlich in die Kohle. Das ist dann halt mal der Augenblick. 121.000, der bringt nur 98.
Also kommt der hier jetzt wieder weg. Wir machen 122.000. Ganz fair. So kann man damit leben. Ich belasse den hier ruhig mal in dem Rot, in dem ich den bekommen habe. Wie ich sehe, hat er nur Fiberglas-Kotflügel. Das heißt, den Rest muss ich nur selber reinbauen. Okay. Ja, machen wir das doch flott. Rennbremsen, enges Übersetzungsverhältnis. Ich will, dass die Kiste zieht. So, Kotflügel hat er gehabt. Haube kriegt er noch. Bogenstrebe kriegt er auch noch verpasst. Da soll man richtig Schmackes machen hier. Keine Kinkerlitzchen hier. Alles rein hier. Den Rest vertigern wir wieder hier. Für den 944 habe ich ein Getriebe über. Wie geht denn das? Was war denn da los? Ist das nicht eingebaut, oder? Oh, Getriebe für hohe Geschwindigkeit drin. Okay. Ja. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr so. Wie auch immer. Die ganzen Standardteile werden verkauft hier. Kann ich vielleicht noch gebrauchen, mal sehen. So, und dann machen wir uns hier nochmal das letzte Rennen über die Normandie. Gucken, ob das mit dem jetzt besser läuft. Was stimmt doch da nicht? Drei, zwei, eins, los! Ah, das sieht schon etwas anders aus, auch mit dem Beschleunigen hier. Ne? Ah, alles klar. Weiß jeder andere jetzt da draußen, der das dann auch mal spielt, der braucht dann für dieses Turnier unbedingt den GS 2000 Carrera für das Klassik-Turnier. Und da geht ja jetzt die Post ab. Ein bisschen mit Vorsicht genießen das Ganze hier, weil hier Verkehr am Start ist. Jetzt kann das mal böse krachen. Aber das macht es ja auch wiederum auch wieder interessanter, finde ich. Da lernt der Porsche fliegen. Ja, so macht doch so ein 356 ja richtig Spaß hier. Mit ein bisschen was unter der Haube. Dreht sich zwar ein Wolf im roten Bereich, aber er läuft. Oder am roten Bereich, ne? Im roten Bereich sind wir ja noch nicht. Wobei doch jetzt. Ah. Ja, ich drehe den hier so richtig. Hol alles raus. Dann wird es dann nochmal eng. Oh yeah.
Wow, 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 was macht er denn hier? Bum, bum, bum. Oh Gott. Wäre ich im Wald ohne Schäden durchgekommen, dann passiert mir so ein Schnapser hier. Naja, na gut. Aber jetzt habe ich auch sogar wieder Zeit vorgefahren, also da ist jetzt auch nicht so wild. Gucken, was jetzt hierbei rauskommt im Endergebnis. Du bist auf dem ersten Platz. Klar. Glückwunsch, du bist Zweiter im Turnier. Weiter mit dem nächsten Turnier. Damit kann man leben, denke ich. Der zog echt ganz nett hier. Immer voll das. Lernt er fliegen. Der geflogen. Ja, da ist auch mir irgendwie ein bisschen am Arsch weggegangen. Ne? Muss man natürlich nur draufhauen, ne? Sonst wäre ich da echt ohne Schäden raus.
Ja, oben. Mal gucken, ob das jetzt als Sieg drin steht oder ob ich das nochmal fahren muss. Aber scheint so, als hätte er das drin. Dann geht's über die Berge. Nur klassische Ära darf dann gefahren werden, anscheinend. Allgemein. Und ja, ich sag mal bis dann, ne?